Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu unserem Format Der Sinn des Lebens. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir sehen können und als wir verstehen können. Und dazu habe ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir, den ich jetzt befragen werde über Fremdinstallationen der Matrix. Und wenn Sie das genauso neugierig macht wie mich, dann lade ich Sie ein, mich in das folgende Gespräch zu begleiten. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Zu Gast bei mir ist heute Said Habibzadeh. Habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich? Perfekt. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, dass du da bist bei uns und ja, mit einem Thema bei uns bist, Fremdinstallationen der Matrix, wo sich inklusive mir wahrscheinlich zum Teil viel oder weniger etwas darunter vorstellen können. Zunächst möchte ich noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen. Du bist Life-Coach, du bist Autor, du hast uns ein paar Bücher mitgebracht, die du schon geschrieben hast und ich glaube 5 sind gerade in der Pipeline und an 20 sitzt du insgesamt, hast du vorhin gesagt. Und du bist weiterhin auch Seminarleiter, du bist sogenannter Matrix-Cleaner. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, damit wir eine Vorstellung davon haben. Du bist auch Komponist und gerade vorhin, bevor wir in die Sendung gestartet sind, sind wir auch noch drauf gekommen, dass du dich mit Karmalogie beschäftigst oder hast es selbst entwickelt? Habe ich selbst entwickelt. Selbst entwickelt, okay, habe ich es noch richtig in Erinnerung. Aber das wird vielleicht nochmal ein eigenes Thema, Karmalogie, sehr spannend. Heute wollen wir uns anschauen, Fremdinstallationen der Matrix. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Matrix, da hat wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zusieht, hat eine andere Vorstellung von Matrix. Was ist das? Ich hätte es vielleicht jetzt zunächst gleichgesetzt mit dem Informationsfeld oder dem morphogenetischen Feld. Es gibt so viele Begriffe, die vielleicht alle was Ähnliches beschreiben, aber vielleicht ist Matrix was ganz was anderes? Ja, für mich ja. Matrix ist eine satanische Struktur, um Menschen gefügig zu machen oder, wenn sie sich nicht gefügig machen lassen, sie zu vernichten. Und das ist sozusagen der Gegenspieler von Schöpfungsgesetzen und Schöpfungsstrukturen, zum Beispiel wie in der Natur. In der Natur gibt es keine Matrix, bei uns Menschen gibt es das, weil wir sozusagen die Krone der Schöpfung sind, sind wir auch das Ziel von der Matrix. Das heißt, es geht, also das ist meine Meinung, alles Negative, wirklich alles Negative, was wir Menschen tun, kommt nicht von uns. Menschen sind göttliche Wesen, sind absolut vollkommen unfassbar schön, und unglaublich intelligent. Jeder Mensch ist ein Genie. Jeder Mensch hat geniale Fähigkeiten und Gaben. Dass es überhaupt möglich ist, dass wir Menschen etwas Negatives sagen, etwas Negatives tun, denken, fühlen, dass wir uns gegenseitig etwas antun, dass, also der Ursprung ist nicht der Mensch. Der Ursprung von dem, was wir sind, ist Gott, der allmächtige Gott. Und wenn ich von Gott rede, meine ich nicht den Gott, den es in Religionen gibt. Er hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir sind göttliche Wesen. Und alles Negative, was wir Menschen tun, kommt nicht von uns, sondern von der Matrix. Wir werden verleitet, wir werden desinformiert, wir werden komplett, wie soll ich sagen, belastet, Tag und Nacht bestrahlt. Mittlerweile auch mit neuesten Technologien, die es schon wieder gibt in dieser Welt, mit 5G und so weiter. Und damit werden wir dazu verleitet, Dinge zu tun, die gegen unsere Natur ist. Niemand fühlt sich wohl, wenn er etwas Negatives sagt. Niemand fühlt sich bei Feindschaft wohl. Niemand fühlt sich wohl bei Trennungen oder bei, wenn etwas Unschönes passiert. Alle fühlen sich wohl, wenn man gute Freunde hat, wenn alles harmonisch ist, wenn man Gutes zum Essen hat und so weiter. Und das ist sozusagen die Essenz von Matrix.
nämlich, dass wir uns alle mehr oder minder in einer Gefangenschaft befinden, in einer globalen Gefangenschaft. Und leider bezieht sich diese Gefangenschaft nicht nur auf das, was hier, beschränkt sich nicht nur auf das, was hier in dieser Welt passiert, sondern auch in astralen Welten, wo die Seelen, wo wir alle hinkommen, wenn wir den Körper zurückgeben zur Natur. Mhm. Also es ist eine sehr umfangreiche Sache. Mhm. Kannst du für die Zuschauer, die jetzt mit dem Begriff Astralwelten nichts anfangen können, kannst du da noch eine kurze Erklärung geben dazu? Es gibt diese religiöse Annahme, dass wenn wir sterben, finden wir automatisch Frieden. Ist nicht so. Es gibt auch diese Annahme, wenn wir sterben, dann landen wir alle bei Gott. Ist auch nicht so. Sondern wir kommen in Astralwelten und da gibt es davon sehr viele unterschiedliche Ebenen. Es gibt sehr hässliche Landschaften, wo keine Blume, keine Vögel und keine Bäume und so weiter nichts gibt. Wirklich vulkanische Landschaften. Und da kommen die Menschen hin, nach dem Tod kommen die Menschen hin, als Seele, die nicht so viel Gutes getan haben in dieser Welt. Und das bedeutet, je nachdem, wie wir innerlich ticken, wie wir fühlen, denken, wollen, wie wir empfinden, dadurch entsteht so eine magnetische Anziehungskraft. Und diese magnetische Kraft, die jeder hat in sich, zieht Dinge an und stößt andere Dinge ab. Mhm. Und dann, wenn wir tot sind, das heißt, wenn wir den Körper zurückgeben zur Natur, wirkt diese magnetische Kraft immer noch. Und dann, je nachdem, wie wir gedacht haben, wie wir gefühlt haben, wie wir gelebt haben, waren wir ein guter Mensch für andere, waren wir eine Bereicherung, waren wir eine Last, haben wir Böses getan und so weiter. Je nachdem, wie diese Speicherungen in uns sind, entsprechend werden wir angezogen von bestimmten Landschaften und dort müssen wir leben. Wir haben keine Freiheit, wir können nicht woanders hingehen. Wir müssen dort leben, bis wir uns verändert haben, bis wir uns korrigiert haben. Und dann dürfen wir höher steigen. Also innerhalb der Astralwelten verändern? Ja. Also als nicht verkörperte Wesen? Als Seele. Mhm. Und wie ist da eine Veränderung zu verstehen dann? Wie geht so eine Veränderung vonstatten? Über Erkenntnis oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn man sich anders entscheidet. Wenn man sagt, ich will anders fühlen. Mhm. So wie ich gefühlt habe, hat mir nicht gut getan. Mein Leben ist dadurch nicht schöner geworden und ich möchte jetzt anders fühlen, über dasselbe Thema. Ich will anders denken, ich will anders sprechen, ich will anders mein Leben gestalten. Ich will einfach anders sein. Das ist die Hauptentscheidung. Diese Entscheidung, also glücklich sind die, die diese Entscheidung in dieser Welt treffen, weil man damit eine unglaubliche Kettenreaktion auslöst. Und deshalb hat Christus gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, wenn wir Menschen in dieser Welt uns bewusst wären, dass das, was wir tun, wirklich jede noch so kleine, unbedeutende Aktion von uns eine Kettenreaktion auslöst, sich so dreht, wie die Indianer sagen, und uns dann wieder trifft, ob gut oder nicht gut. Wenn wir uns dessen bewusst wären, dann würden wir nur Gutes tun. Dann würden wir nur Gutes denken, fühlen, geben, ehrlich sein und alle diese Werte und Ideale, die wir eigentlich alle kennen. Mhm. Ich war immer der Meinung, oder aus meiner Sicht ist eigentlich alles, was ist, ist Gott. Und Gott gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Du bist jetzt anderer Meinung. Also du sprichst ja eben von dem Satanischen, aber ist das nicht auch ein Teil von Gott? Also ich hätte mich selbst sehr gefreut, wenn alles, was ist, Gott wäre. Dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Dann hätte es kein Leid gegeben, es hätte keine Krankheit gegeben, kein Unrecht, keine Gewalt und gar nichts. Aber es ist nicht so. Und zwar deshalb nicht, weil wir den freien Willen von ihm bekommen haben. Dass wir die Freiheit haben, etwas zu tun oder etwas zu lassen und vor allem aus welchem Beweggrund. Und da, wo wir uns von Gott abgewandt haben, übernimmt Matrix die Führung. Nicht Gott, sondern Matrix. Und Gott lässt es auch zu, weil er sagt, jeder hat das Recht und die Möglichkeit, die Folgen von seinen Taten zu erleben
damit er dadurch auch zur Besinnung kommen kann, damit er erkennen kann, warum das Böse böse ist, warum das Gute gut ist. Wenn wir diese Bewusstheit über Gut und Böse nicht haben, dann können wir gar nicht uns richtig entscheiden, dann können wir sie nicht mal unterscheiden, geschweige denn, dass wir richtige Entscheidungen treffen. Und mit anderen Worten, das meiste, nicht alles, das meiste von der Natur ist von Gott, sagen wir, geliehen. Dass diese Natur, die Bäume, die kommen zu uns, die Tiere, sie kommen zu uns, um uns die Vegetation zu ermöglichen, dass wir hier in dieser Welt überhaupt leben können. Es gibt aber auch Tiere, die sind nicht die Schöpfung Gottes. Das muss man auch wissen. Und da, diese Grauzone, ab da wird es dann über die Matrix die Führung. Die Menschen verwandeln sich zu, also im negativen Sinne, und tun Dinge, denken Dinge, fühlen Dinge, die eigentlich mit ihrer echten göttlichen Natur überhaupt nicht übereinstimmt. Mhm. Und das ist die Ursache für Krankheiten oder jegliches Unglück. Wenn wir unserer wahren Natur nicht treu sind in allem, was wir tun, dann entsteht eine Dissonanz, eine Disharmonie in uns. Und wenn wir das wiederholen und wiederholen, irgendwann wird das zu einer Störung. Und dann bekommen wir Signale, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und wenn wir diese Signale missachten, dann wird das zu einem Autounfall, Krankheit, mhm. Verlust von Firma, Trennung, also alles, was wir eigentlich nicht wollen. So funktioniert das. Mhm. Mit anderen Worten, Matrix ist total satanisch, wird aber von Gott geduldet, damit wir haben uns selbst da reingebracht. Wir müssen uns auch selbst daraus holen. Das ist so die Idee. Aha, okay. Jetzt haben wir uns auf das Thema Fremdinstallationen der Matrix vertieft, beziehungsweise das wollten wir besprechen. Was sind denn dann Fremdinstallationen oder ist die Matrix eine Fremdinstallation? Ist das damit gemeint? Nein, Matrix ist eine energetische, unsichtbare Gefangenschaft. Und damit Matrix bei jedem Menschen funktioniert, gibt es unterschiedliche Installationen. Zum Beispiel, so wie die Menschen weltweit heiraten. Das ist eine Matrix-Programm. Die Menschen haben gar nicht die Freiheit. Sie wissen nicht mal, warum sie überhaupt heiraten. Warum sollte ein Mann und eine Frau, die sich lieben, heiraten? Zum Beispiel. Also bewusst meine ich, dass man bewusste Entscheidungen trifft, dass man das für sich selber argumentieren kann und sagen, wir lieben uns oder wir wohnen zusammen, weil wir heiraten, weil wir kriegen Kinder, weil mir geht es nicht darum, etwas zu verurteilen, sondern dass man bewusst diese Entscheidungen trifft. Da, wo die Menschen, ob individuell oder kollektiv, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Matrix, wo wir Menschen kollektiv oder individuell unbewusste Entscheidungen treffen, dass wir später es nicht argumentieren können, dass wir sagen, warum habe ich das gesagt, warum habe ich das getan, ist die Matrix da am Schaffen gewesen. Das heißt, das Unterbewusstsein zum Beispiel ist die mächtigste Installation von der Matrix. Und deshalb heißt es auch Unterbewusstsein. Wir haben so ein Bewusstsein, nennen wir es Oberbewusstsein, dass wir wirklich bewusst Entscheidungen treffen, dass wir sagen, das mache ich, weil, das mache ich nicht, weil, das sind bewusste Entscheidungen. Und Unterbewusstsein hat, sagen sogar mittlerweile Wissenschaftler, 99,99% unserer Entscheidungen in der Hand. Das bedeutet, wir treffen plus minus 60.000 bis 90.000 Entscheidungen pro Tag. Und davon ist wirklich weniger als 1% uns bewusst. Mhm. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn, dass man sagt, wieso treffen wir eigentlich unbewusste Entscheidungen? Und wenn man genauer hinschaut, werden wir erkennen, wir treffen viele Entscheidungen, die wir später uns nicht erklären können. Wir rauchen, also etwas, was eigentlich biologisch schon gar nicht möglich ist, dass in der Lunge viele, viele Verteidigungssoldaten sind, die gegen jede, sagen wir, Eindringliche vorgehen. Und wenn wir rauchen, werden sie betäubt. Sie schlafen ein. Und wenn wir mit Rauchen aufhören, dann wachen sie auf
und sind völlig schockiert über den Zustand der Lunge und fangen an, alles raus zu transportieren. Das heißt, damit will ich sagen, Rauchen, niemand raucht bewusst. Niemand raucht bewusst und sagt, ich rauche, weil ich mich umbringen will, ich will Lungenkrebs bekommen, ich will so schnell wie möglich, also ich will mein Leben verkürzen, ich will leiden, unterschiedliche Krankheiten haben und so weiter, das macht keiner. Oder Alkohol ist auch Nervengift. Alkohol, was Menschen zum Beispiel unter Entspannung verstehen durch Alkohol, ist nichts anderes als die Information nicht übertragen werden. Das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Blockierung von Nervenzellen empfinden wir als Entspannung, die keine ist. Mhm. Das ist eigentlich ein Betrug. Dahinter steckt immer Matrix. Da wird Werbung gemacht ohne Ende. Wenn du frei sein willst, musst du rauchen. Wenn du einen harten Tag hast, gönn dir einfach ein Gläschen, auch Rotwein oder Bier. Das ist alles Matrix. Früher war wenigstens nur Alkohol drin. Jetzt sind da Programme drin, die traue ich mich gar nicht auszusprechen. Also wenn man jetzt ein Glas Wein trinkt, da trinkt man eigentlich keinen Wein mehr. Es schmeckt zwar wie Wein, aber man trinkt Programme. Und deshalb bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich den Film Matrix anschaue, wie präzise, und ich frage mich, woher haben Sie eigentlich das ganze Wissen gehabt? Ich erinnere an die Szene mit dem Kuchen, dass die eine Frau ein Stück Kuchen gegessen hat und auf einmal ganz andere Gefühle hatte und so weiter. So ist das wirklich. So ist das wirklich. Und man kann es auch probieren, wenn man sagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich keinen Kuchen mehr esse? Dann wird man sehen, da schießt dieses Suchtprogramm hoch. Man wird nervös, man wird aggressiv, man wird traurig, es fällt einem etwas, man wird unruhig. Aber wenn man 5 Minuten das durchhält, nur 5 Minuten, dann ist es weg. Komplett 5 Minuten? Weg. 5 Minuten ist weg. Okay. Bei Zigaretten ist so, bei Alkohol ist das so. 5 Minuten, die Programme, und das ist sehr wichtig auch bei Matrix. Matrix ist so aufgebaut, dass sie keinen Gegner suchen. Sie wollen nicht kämpfen. Sie suchen Opfer. Sie suchen jemanden, der einfach zu allem Ja und Amen sagt und mit bei allem mitmacht. Jemand, da musst du nicht kämpfen, um ihn zu manipulieren. Du gibst ein Programm und schon läuft es. Wenn du sagst, da die 5 Minuten würden reichen, damit man quasi, kann man sagen, die Sucht überwindet oder den... Sucht komplett überwinden, nein, aber die Sucht wird massiv schwächer. Das ist der nächste wichtige Punkt. Ich danke dir, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass Matrix von unserer Energie lebt. Matrix ist kein lebender Organismus, der sich selber versorgt, sondern lebt von unserer Kraft. Wenn wir diese, sagen wir, bösen Sachen oder negativen Sachen wie Alkohol, Zigaretten und so weiter, negative Gedanken, Wut, Hass, Trauer und so weiter, einfach lassen, dann bekommen sie keine Energie von uns. Und sie kämpfen nicht mehr um uns dauernd, sondern sie versuchen es wieder, bringen ein paar Verführungsprogramme. Wenn man darauf nicht reagiert, dann lassen sie von einem einfach ab. Und das ist der Weg in die Freiheit. Und warum gelingt dann vielen die Befreiung aus einer Sucht einfach so schwer? Das kann Esssucht sein, das kann Rauchen. Das sind Programme. Die Menschen haben Probleme mit einer Sucht aufzuhören, weil sie das Falsche versuchen. Aha. Das sind Energieprogramme. Das ist nichts Psychisches oder irgendwas Mentales oder Körperliches. All diese Versuche sind ganz nett. Sie helfen auch ein bisschen. Aber die Ursache schaffen sie nicht weg. Die Ursache ist ein Energieprogramm. Mhm. Es gibt viele unterschiedliche Energieprogramme, die je nach Individuum zu Alkohol führen oder Drogen oder was auch immer. Und ich bin imstande, diese Programme zu lesen, zu entdecken und zu löschen. Und zwar, ich kann sie deshalb löschen, weil sie nicht schöpferisch sind, weil sie ohne Einverständnis des jeweiligen in ihn hinein programmiert worden sind. Mhm. Also alles, was durch Manipulation entstanden ist, kann ich löschen. Mhm. Es ist egal, was es ist. Okay, wenn du sagst, du kannst das löschen, also vielleicht erstmal die Frage, wie bist du zu dem Thema gekommen, Matrix, und woher hast du diese Informationen, dass sie eben, dass es satanische Strukturen sind? Und die weitere Frage wäre, wie bist du drauf
gekommen oder wie kam das zu dir, dass du das löschen kannst? Ich habe von Kindesbein an gerne Menschen beobachtet. Mhm. Und ich habe gesehen, dass sie Dinge tun, die sie nicht wollen. Und ich wollte verstehen, wieso. Wie ist das möglich? Wieso werden sie nicht glücklich, auch wenn sie geheiratet haben? Wieso werden sie nicht glücklich, wenn sie Kinder gekriegt haben? Am Anfang alles war so toll, aber irgendwie verblasst das. Wieso? Und ich habe mir viele, 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 viele Fragen gestellt. Und ich habe keine Antwort gefunden in Psychologie oder Philosophie oder Religion. Ich habe mit vielen, vielen Ärzten, Hebammen, Krankenschwestern, Philosophen, Schriftstellern gesprochen. Sie konnten mir keine Antwort geben, weil sie es nicht wussten. Also habe ich angefangen, auf eigene Faust sozusagen alles zu erforschen, zu hinterfragen. Ich habe nur mir selbst Fragen gestellt. Und die Antworten kamen dann, weil ich hartnäckig geblieben bin. Ich wollte einfach wissen, warum ist das so? Und dann habe ich diese Programme entdeckt. Am Anfang waren es nur 1, 2, 10, 50, 5000 Programme. Und irgendwann habe ich erkannt, dass das alles für diese Struktur einen Sinn macht, dass das ein System ist, ein geschlossenes System. Mhm. Und da habe ich erkannt, dass das die Matrix ist. Okay. Und das ist auch der Begriff, mit dem ich dich auch am Anfang unter anderem vorgestellt habe, Matrix Cleaner, dass du eben einfach anbietest, dass du diese Muster oder diese Programme eben löschen kannst. Ja, ich habe hunderten Menschen geholfen, von Alkohol wegzukommen. Ich habe hunderten Menschen geholfen, von Zigaretten wegzukommen. Mit einer einzigen Behandlung, mit einer Behandlung. Es gab manche, also Fernbehandlung meine ich, also ohne, dass ich die Leute massieren muss oder irgendwelche Medikamente, einfach aus der Ferne. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob derjenige in Australien lebt, in der Schweiz oder in Deutschland oder Kanada. Es spielt überhaupt keine Rolle, weil wir alle miteinander verbunden sind. Wenn ich die Einwilligung von demjenigen habe, dann kann ich mir das komplette System anschauen und da kann ich wirklich mit Gewissheit sagen, wenn ich mir die Menschen anschaue, die zu mir kommen, energetisch das System durchgehe, es gibt unterschiedliche Systeme, dann sehe ich, dass 99% von diesen Bestandteilen nicht von dem jeweiligen Selbst sind. Mhm. 99%. Da sind Programme von dem Vater, Programme von der Mutter, Großmutter, Großvater, Schüler, Mitschüler, Lehrer, wirklich von jedem und überall, von Fernsehsendungen, von amerikanischen Serien, wirklich, da ist alles Mögliche drin. Okay. Komplette Manipulation. Und interessant ist, und das macht mich sehr glücklich, wenn diese Manipulation, also Fremdinstallation, wenn sie nach und nach gelöscht werden, dass der Mensch langsam zur Besinnung kommt und auf einmal sich selbst, die Welt, das Leben mit völlig anderen Augen sieht. Und das ist so ergreifend, dieser Augenblick, dass mich das einfach sehr glücklich macht. Da lohnt es sich, dran zu bleiben und darum zu kämpfen, für die Freiheit der Menschen. Ich frage nur noch eben kurz, weil wir schon fast wieder am Ende dieser Sendung sind, aber wir können da ja noch in einem anderen Gespräch noch mal drauf eingehen. Aber also du sagtest auf die Entfernung, also es ist egal, wo der andere ist. Du kannst also quasi weltweit, können sich Menschen dann quasi an dich wenden. Was brauchst du dafür den Menschen? Eigentlich gar nichts. Gar nichts. Sie kommen zu mir, sagen, sie haben, es ist auch eigentlich egal, was für ein Problem sie haben, weil diese Programmierung im Hintergrund, das sind immer dieselben Programme. Nur die Auswirkung ist individuell. Verstehe. Ich würde natürlich ein Gespräch per Mail schreiben, die Leute mir, das Problem habe ich, wieso schaffe ich das nicht, dies, das, wieso passiert mir das immer wieder? Oder viele kommen zu mir und sagen, ich habe Knieprobleme, ja, habe operieren lassen, die Ärzte dies, die Ärzte das, niemand kann mir helfen, Heilpraktiker nicht, homöopathische Mittel nicht und so weiter. Weil diese Dinge nicht die Energieprogramme greifen. Sie haben einen komplett anderen Ansatz, Klar. der auch seine Berechtigung hat. Nur wenn da Energieprogramme am Schaffen sind, was ja meistens der Fall ist, dann kann man diese Energieprogramme auf Energieebene auch lösen und löschen. Mhm. Und die Verbindung, es gibt viel mehr, was ich dazu sagen könnte. Diese Matrix-Killing-Programme, das ist eine sehr komplexe, eigentlich endlose Angelegenheit.
Dann schauen wir uns das auf jeden Fall in einem anderen Gespräch nochmal genauer an und laden die Zuschauer dann wieder dazu ein, dass sie uns dahin begleiten und mehr zu erfahren. Weil es geht natürlich auch noch, gäbe noch die Frage, muss man das wissen, wann das dann gerade passiert? Weil du sagst, du kannst es oft in einer Sitzung oder geht ein Programm in einer Sitzung und zwei Programme braucht man zwei Sitzungen. Und das ist sehr, sehr individuell. Sehr unterschiedlich. Okay. Aber mein Ansatz ist, so einfach, so schnell und so tiefgreifend eine positive Veränderung zu schaffen, wirklich augenblicklich, innerhalb von Sekunden. Spannend. Gut, diese Spannung halten wir jetzt aufrecht. Ich sage jetzt erstmal für den Moment danke. Ich freue mich aber schon auf die nächsten Gespräche, wo wir dann noch weitere Fragen dazu beantworten können, die ich jetzt schon in meinem Kopf habe. Vielen Dank, lieber Said. Gerne. Und viel Erfolg weiterhin Vielen Dank mit dem, was du tust. Danke. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlichen Dank, dass Sie uns in dieses besondere Gespräch begleitet haben. Wie schon angekündigt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns erklären können und die wir sehen können. Und man muss natürlich oder beziehungsweise es funktioniert nicht vielleicht jede Methode bei jedem Menschen, aber wenn es nur einem Menschen hilft, dann ist schon Wunderbares erreicht, würde ich sagen. Aber er hat uns gerade bestätigt, dass er schon vielen Menschen geholfen hat. Und ja, dann, wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann ja, ist das vielleicht auch eine Lösung für Sie. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, denn wir haben ja noch ein paar offene Fragen und werden Said dazu befragen und sicherlich auch aufschlussreiche Antworten bekommen. Also schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie achtsam, wachsam und bitte liebevoll zu sich selbst sind. Und Achtung vor der Matrix. Keine Angst natürlich, aber Achtung. Bis dann. Auf Wiedersehen.